Schönen guten Abend, darf ich ja jetzt schon sagen. Ursprünglich war es so, dass mein Partner Lothar Moller und ich unseren neuesten gemeinsamen Film vorführen wollten. Wir haben dann ein wenig improvisiert aus zweierlei Gründen. Einmal, weil wir von unserer Zeit etwas abgegeben haben an die italienischen Kollegen. Das gehört sich ja so, schön, dass sie da waren. Und zum anderen, weil gleich noch eine Aktualität hinzukommt, die uns dazu bewogen hat, einen kleinen Umweg noch zu gehen. Das heißt, ich werde Ihnen am Anfang, bevor wir dann zu unserem neuen Film kommen, was dann auch die Podiumsdiskussion ausmachen wird, ein bisschen über meine persönliche Arbeit berichten, weil ich bin seit 40 Jahren Fernsehjournalist und bin seit 15 Jahren im Mobilfunkthema unterwegs. Zwischendurch habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht so ein bisschen der Don Quixote bin, aber es ist wirklich so, dass ich ganz besondere Menschen getroffen habe. Einer davon ist gleich auch mit bei der Podiumsdiskussion dabei. Ein anderer hätte hier sein sollen. Er hat einen Maulkorb bekommen. Er hat eine einstweilige Verfügung bekommen und der Mann, der eigentlich mein Engagement im Mobilfunk ausgelöst hat, den können wir im nächsten Bild sehen mit seinem Buch, das vielleicht viele kennen. Das hat er zusammen mit dem Washington Post-Journalisten Martin Schramm geschrieben, nachdem er 6 Jahre lang im Auftrag der Industrie geforscht hat und dann Probleme fand und dann selbst ein Problem bekam. Dieser Mann hat mich fasziniert und hat mich auch wachgerüttelt und hat mir eine ganz andere Sicht auf die Dinge eigentlich erstmal eröffnet. Und dieses Buch haben wir elektrosensible Menschen geschenkt, die ich bis dahin aus eigener Unkenntnis nicht richtig einordnen konnte. Und dann habe ich mich auf diese lange Recherchereise begeben und als erstes gab es einen Film für das französische Fernsehen, Portable en Accusation, der wurde 2006 ausgestrahlt, 2005 produziert und gleich kommt eine kleine Szene, ein O-Ton von Dr. George Callow, dann werden Sie die Brisanz erkennen. Das hat er vor meinen Kameras gemacht, das ist im Internet vielfach zu finden, aber trotzdem nochmal ganz wichtig für mich und meine Arbeit, diesen Mann kurz vorzustellen. Fast jede bisher durchgeführte Studie zeigt Anzeichen einer Gefahr. Nun, die andere Seite der Medaille ist, dass es keine Untersuchungen an Menschen gibt, die einen schlüssigen Beweis bezüglich der Sicherheit von Handys geben. Conclusive evidence of safety. So that on the human epidemiology side. Auf der epidemiologischen Seite gibt es also Studien, die Probleme oder potenzielle Probleme aufzeigen und Studien, die unschlüssig sind. Now the industry. Die Industrie manipuliert die Wissenschaft und vermittelt der Öffentlichkeit, dass diese Studien die Sicherheit von Handys beweisen. Das ist wissenschaftlicher Betrug. Dieser Film, der im Deutschen Der Handykrieg hieß, wurde, wie gesagt, in einer Länge von 50 Minuten vom französischen Staatssender France 2 ausgestrahlt. Das war eine Auftragsproduktion für mich. Dieser Film wurde mehrfach wiederholt im französischen Programm, ging nach Italien, Spanien und wir hatten eine Koproduktion mit dem ARD-Sender MDR. Die haben den Film erst im Giftschrank verschwinden lassen, haben ihn dann auf 30 Minuten gekürzt, um ihn dann ohne Programmvoranmeldung von heute auf morgen am Ende des Jahres 2006 auszustrahlen. Also es war ein erster Einblick für mich, was da hinter den Kulissen läuft. In diesem Jahr 2006 hatte sich die Deutsche Telekom an der Fußball-Bundesliga beteiligt und somit der ARD die Möglichkeit geschaffen, die Fußballrechte wieder von Sat.1 zurückzukriegen. Da durfte natürlich so ein kritischer, mobilfunkkritischer Film nicht laufen. Wenn Sie so wollen, habe ich mich auch nicht zuletzt wegen dieser Erfahrung mit den Fernsehanstalten und der Problematik, überhaupt ein solch kritisches Thema zu platzieren oder auf offene Ohren zu stoßen in den Redaktionen, dazu entschieden, meinen nächsten Film fürs Kino zu produzieren und den Trailer darf ich Ihnen kurz zeigen.
Viele werden ihn kennen. This is World News with Peter Jennings. We're going to begin this evening with a subject that sooner or later occurs to millions of people who use cell phones. Are they safe? Den 5. Februar 2005 werde ich nie vergessen. Ich hatte von Gehirntumorpatienten in den USA gehört, die Schadensersatzprozesse in Milliardenhöhe gegen die gesamte Mobilfunkindustrie führten. We can clearly observe cell death. That was a big shock for us. Doch die Industrie gab Entwarnung über Lobbyisten, die sogar bei der WHO saßen. We have not found any evidence to suggest that these phones are not safe. Probleme sind unerwünscht und müssen bekämpft werden. Es geht schließlich um 17 Billionen Dollar Umsatz pro Jahr. Es bleibt nicht bei der Wissenschaft. Da wird sehr schnell versucht, einfach auch das Privatleben von Wissenschaftlern zu zerstören. I didn't expect the impact on the impact on my family. Die Wissenschaft kennt das Problem und hätte auch Lösungen dafür. Doch die Industrie scheint nicht daran interessiert zu sein. Ein Kampf David gegen Goliath. Nun müssen amerikanische Gerichte entscheiden. I think this industry is too big to fail. It's not already fulfilling. Ja, die großen Schadensersatzprozesse gegen die gesamte Mobilfunkindustrie, also der CTIA, der Verband, der weltweit organisiert ist und alle großen Player sind dort beheimatet, die laufen bereits seit 2001 und Thank You for Calling bringt den Zuschauer hinter die Kulissen dieser Klägerwelle. Und wir haben eben den wichtigsten Mann hinter den Kulissen, der das Ganze als Koordinator macht, auch hierher bestellt. Und ich darf noch mal kurz aus dem Film zeigen. Ich habe ihn dann für diesen Film, ich glaube, 12, 13 Jahre später wieder besucht für den neuen Film. Und es war natürlich ein anderes Verhältnis in jeder Beziehung. Und da einen kleinen Ausschnitt aus dem Film. Anfang Dezember 2013 sollte ich Dr. George Carlo endlich wiedersehen. Hey George. How are you, my friend? Welcome to Washington. Thank you. Come in. Good. So George, now 8 years after our first interview in Washington, D.C., and unbelievable evolution of a technology that now has reached like 6 billion people around the world. At this time, we were talking about 1.4 billion people. Many of the people use two phones. In the Western countries, we have like more phones than members of the population. It's incredible. And maybe they already won, the industry won. Well, I mean, the impact, of course, you know, those devices change lives. Most lives for the better. You know, people run businesses from those devices. So the simple phone that we were studying back in the 90s doesn't even exist anymore. You know, it's so that the force of the technology has really imprinted itself in everything around the world, in business, in politics, in education. So this is one of the reasons why something like this litigation, there's so much inertia, because you're up against forces that are unprecedented. Unser ursprünglich als Referent vorgesehene George Carlo sitzt ungefähr in diesem Moment in einem persönlichen Hearing. Es hat eine einstweilige Verfügung gegeben. Er darf während des laufenden Prozesses sich nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern. Das war auf Druck der Industrieanwälte passiert. Wir hatten alles für ihn arrangiert. Der Flug
war gebucht, er sollte gestern hier eintreffen und wir waren selbst geschockt von dieser Nachricht. Wir werden versuchen, ihn am Sonntag, wo seine ursprüngliche Zeit um 10 Uhr vorgesehen war, ihn per Videokonferenz zu Ihnen zu bringen. George ist dazu bereit, er muss sich nur mit der Richterin abstimmen. Und das Hearing, private Hearing, ist heute. Und ich darf nur eins sagen, für die Insider vor allen Dingen, es wird heiß für die Industrie, denn alle Protokolle, die George für die Industrie und mit Menschen, die wir eben gesehen haben, wie Thomas Wheeler, geschrieben hat, Memos und so weiter, wurden dem Gericht ausgehändigt. Und das sind nicht nur jetzt die wissenschaftlichen Fakten, sondern auch so Dinge, die dann in den Korruptionsbereich gehen. Also es wird wirklich sehr, sehr heiß. Und die sind nervös, das kann ich Ihnen sagen. Ja, nun habe ich es sozusagen geschafft, einen kurzen Überblick zu geben über eine wichtige Arbeit. Und nun darf ich eben auf unseren eigentlichen Film Faktencheck, der eben aktuell gemacht wurde und wo ich wirklich sehr froh bin, dass viele Probanden aus dem Film gleich an der Podiumsdiskussion teilnehmen werden. Und dann darf ich eben ganz kurz auch einen Menschen vorstellen, der sich wirklich unglaublich für Mobilfunkforschung und solche Dinge einsetzt und dafür zunächst einmal das Cover des neuen Films in der Gänze, was mein Produzent auch wesentlich gestaltet hat, freundlicherweise. Und dann ein kleiner Ausschnitt mit Luther Moll, den wir dann gleich auch bei der Podiumsdiskussion haben. Wir dürfen unsere Kinder nicht, nicht so schädigen, dass sie nicht mehr sich in der optimalen Weise entwickeln können. Oder positiv gesagt, wir müssen alles tun, dass sie sich in der optimalen Weise entwickeln können. Körperlich, geistig, seelisch. Was wäre daraufhin der Appell des Lothar Moll an die Politik, an die Öffentlichkeit? Die 5 Milliarden für WLAN zu nehmen und zu sagen, jawohl, wir haben 5 Milliarden frei. Wir nehmen es aber für kabelorientierte Systeme. Und wenn es eben dann 6 Milliarden sind oder 7 Milliarden sind, dann sind es eben 2 Milliarden mehr. Aber unsere Zukunft der Kinder kann nicht an 1, 2 Milliarden hängen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch alles tun, um unsere Kinder zu schützen. Aber auch die Studenten, wenn ich sehe, wie viel Burnouts gibt bei den Studenten, die sind fertig im Studium, die kommen raus und die sind sowas von ausgelaugt und ausgebrannt und fertig. Die muss man in der Firma ja erst mal ein halbes Jahr mal zur Ruhe kommen lassen. Ich habe ja auch studiert und als ich fertig war, dann war man aber doch gerüstet, erholt und frisch und frei für Neues. Und je mehr diese Menschen, diese jungen Jugendlichen, beziehungsweise den jungen Erwachsenen, den Mikrowellen ausgesetzt sind, umso mehr Stress haben sie und umso weniger können sie sich zurechtfinden in der Welt, wo sie sich ja zurechtfinden müssen, weil wir darauf angewiesen sind, dass diese Menschen mal das weiterführen, was wir geschaffen haben, eben in der Evolution, in ihrem Weg, in ihrer Weise. Und dazu brauchen sie aber ein Gehirn, was funktioniert, ein Körper, der gesund ist, kein Burnout. Und das hängt alles an dieser Strahlung. Warum schaltet man diese Strahlung nicht so, dass man sagt, man reduziert es eben maximal? Warum macht man in Campus einen Mast rein, der mit Tausenden von Müwatt strahlt und belastet damit die Kinder und die Jugendlichen, beziehungsweise in dem Fall sind es die Studenten, so, dass sie gar nicht mehr richtig lernen können. Das ist für mich unbegreiflich. Es wäre so einfach, es wäre nur eine Entscheidung. Vielleicht wacht aber die Bundesregierung auf, wenn sie sich einer Verfassungsbeschwerde gegenüber sieht. Und solange wir der Industrie nicht einen Stopp reinhauen
und sagen, nein, wir wollen was haben für die Menschen und nicht für den Profit. Solange machen die einfach, was sie wollen. Und es ist unsere Aufgabe, wir, die jetzt schon relativ alt sind, in Anführungszeichen, also erfahren sind, zu sagen, nein, unsere Erfahrung lehrt uns, wir müssen die Kinder schützen, wir müssen das Leben schützen. Auch da hat Lothar Woll hinter den Kulissen mitgewirkt, dass eine solche Geschichte möglich ist, eine Metastudie, die Sie bei unseren Freunden von Diagnose Funk auch hier finden können, ein Sonderdruck, ganz, ganz wichtig, dieses Dokument. Und ja, ich bin jetzt froh, auch eine weitere Probandin aus dem Film hier im Saal zu haben. Die wird morgen wesentlich den ärztlichen Workshop mitgestalten und war eben auch mit uns auf dieser Faktencheck-Recherchereise. Dr. Monika Kruth und einmal einen O-Ton von ihr. Bei uns im Dorf haben wir 17 Gehirntumore in 200 Metern meinen Sendemast, die ich einfach gesammelt habe. Und durch das Material von ihm kann ich einfach zeigen, es gibt weltweit so viel Krebscluster rund um Sendemasten. Ich habe es in Jaipur gesehen, ich habe es in England gesehen und habe jetzt viel mehr Material, mit denen ich die Leute warnen kann. Das als Beispiel. Das Gleiche gilt für Herzprobleme, Hirnblutungen, wo ich mit dem Material, was ich jetzt habe, eine Statistik erstellen kann. Viele Statistiken bestehen. Und wieder zurück an die Politiker sagen kann, schaut mal, ihr könnt die Augen nicht mehr zumachen, weil es ist verantwortungslos unseren Kindern gegenüber, weil sie haben das Leben noch vor sich. Dann bin ich auch ganz froh, dass ich einen Wissenschaftler, den wir eben schon gehört haben, auch während der vergangenen Jahre kennenlernen durfte. Der ist in beiden Filmen und auch in mehreren kleinen Reportagen. Wir haben auch den Versicherungsfilm zusammen gemacht, den Atem-2-Film. Da ist, darf ich sagen, eine Freundschaft gewachsen. Er ist auch ein Mensch, der einfach die Labors und auch sein Herz geöffnet hat. Und sowas braucht man als Journalist. Und ja, wir haben ihn auch hier beim Faktencheck mit einer kompakten Geschichte eingebunden. Und er wird auch gleich so freundlich sein und uns bei der Diskussion begleiten. Vielleicht mal die Mats ab. Trotz eindeutiger Studienergebnisse, wie sie zum Beispiel aus dem Atem-2-Studienreport der Wiener Allgemeinen Unfallversicherung AUVA hervorgehen, die Industrielobby hält an der Strategie der Verharmlosung und bewusster Fehlinterpretation fest. Die eigentliche Faktenlage freilich verhärtet sich. An der Medizinischen Universität Wien sind die Forscher eben jener durch die Versicherung geförderten Studie dem zellbiologischen Wirkmechanismus auf der Spur. Ganz klar, lange Handytelefonate sind keine gute Idee. Wir konnten zeigen, dass die elektromagnetischen Felder nicht die DNA direkt brechen, sondern indirekt. Indirekt heißt über den Mechanismus, dass man die DNA oxidiert. Es gibt noch einen zweiten Mechanismus, der auch relevant ist. Es wird die Reparatur behindert, weil ja nicht nur die DNA oxidiert wird, sondern auch jene Proteine, die Werkzeuge für die Reparatur, auch die werden behindert. Und wenn jetzt einerseits die DNA besonders brüchig ist und andererseits die Reparatur, die diesen Bruch wieder flicken kann, auch behindert ist, dann haben wir eine Menge von DNA-Brüchen, nur weil wir zu lange mit dem Handy telefonieren. Das ist die Vorstellung, die sich aus unserem Projekt ergibt. Das ist ein gewisses Risiko. Jeder hat es in der Hand, dieses Risiko zu reduzieren. Allein die große Qualität der Wiener Studie, die Schädigungen des Erbguts zeigen, wäre ein Anlass für eine sofortige Vorsorgepolitik und zu einer Änderung der gültigen Grenzwerte. Der SAR-Wert, der die Absorption der Strahlung ins Gewebe beschreibt, und die darauf basierenden Grenzwerte schützen nur vor thermischen Wirkungen. Die Wissenschaft sieht aber biologische Wirkungen im athermischen, also wärmeunabhängigen Bereich.
Dieser Tatsache wird nicht Rechnung getragen. Um die Einhaltung der Vorgabe des SAR-Wertes von 2 Watt pro Kilogramm Körpergewicht bei immer neuen Handymodellen zu prüfen, wird nach wie vor das Plastikmodell eines Kopfes verwendet, welches die größten 10% der Rekruten des US-Militärs im Jahre 1989 widerspiegelt. Embryos, Kinder, Kranke, alte Personen und Normalbürger sind ebenso wenig berücksichtigt wie besondere Situationen erhöhter Strahlung, wie zum Beispiel im Aufzug. Die Diskussion muss eine neue, eine aufrichtige Qualität bekommen. Ja, das sind so kleine Appelle, die wir versteckt haben in dem Film. Und Sie finden natürlicherweise all diese Dinge auch immer wieder in diesen 3 Tagen. Und das ist gut so. Man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Wir haben hier beispielsweise auch wieder die Studie von Herrn Professor Hecht. Es war die wunderbare Idee von Lothar Moll, dass wir Herrn Professor Hecht mit einbinden in diesen Film. Und wir haben ihn in Berlin gesucht und wir können mal kompakt reinschauen. Und ich freue mich, wenn er uns gleich auch hier begleitet auf der Bühne. Verbraucheraufklärung im Sinne der Prävention durch einfache Schutzmaßnahmen ist der Industrie ein Dorn im Auge. Deshalb geht die Vernetzung aller Dinge fröhlich weiter, ganz so, als wären die Erkenntnisse der Wissenschaft nicht vorhanden. Dass kritische Wissenschaft und die notwendigen Konsequenzen daraus gerne ignoriert werden, ist nicht neu. Einst wurde vom Deutschen Bundesinstitut für Telekommunikation Professor Dr. Karl Hecht beauftragt, eine Recherche der russischen Fachliteratur zur gesundheitsschädigenden und biologischen Wirkung von hochfrequenten elektromagnetischen Strahlungen anzustellen. Die Daten aus der Literaturrecherche waren für die deutschen Verhältnisse so erdrückend, dass der Bericht sofort im Archiv verschwand. Deswegen, weil aus der Literaturrecherche hervorging, dass nicht kurzzeitige Einflüsse wirken, sondern langzeitige. Frühestens, wenn Gesunde bestrahlt wurden oder am Arbeitsplatz den Strahlen ausgesetzt waren, dann trat frühestens nach 3 Jahren erste Symptome auf, dann meistens erst nach 5 oder sogar nach 10 Jahren. Und diese Langzeitwirkung, die wird in den Forschungen heute kaum beachtet. Wir hatten damals auf dem Montreuer Kongress, das war glaube ich 89, haben wir unsere Ergebnisse kurz vorgestellt und da waren auch Amerikaner da, die waren schockiert, denn sie sagten, unsere Studien laufen höchstens 1 oder 2 Jahre, aber nicht über 3 oder 5 Jahre. Und da wird Geld ausgegeben für Studien, die überhaupt nichts bringen oder die nur das Positive bringen. Ja, wir haben sogar teilweise festgestellt, und das ist auch verständlich, bei manchen Menschen haben sogar in den ersten Jahren positiv gewirkt, also sozusagen einen Eustress hervorgerufen und dann ist das umgeschlagen in Distress, also in gestört, in krankmachenden Stress. Zurzeit fordern 180 Wissenschaftler aus aller Welt einen Aufschub bei der Einführung der neuen Mobilfunkgeneration 5G. Diese bringt eine neue Qualität der Strahlenbelastung mit sich und soll dennoch wie bisher üblich ohne Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse aus der Forschung auf den Markt kommen. Ja, Sie sehen, die Dinge treffen sich wieder und die Faktenchecker versuchen eben auch immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und Sie kennen vielleicht die 10 Handyregeln der Wiener Ärztekammer. Diese wurden ergänzt durch 6 weitere praktische Handyregeln und dafür ist zuständig eine Dame, die wir auch im Saal haben, die gleich freundlicherweise auch hochkommen wird. Das ist Frau Dr. Stella Michaelidou aus Nicosia. Und aufgrund ihrer Recherche, die war im Sonderauftrag des Gesundheitsministeriums unterwegs, hat sich 3 Jahre lang die EMF-Problematik angeschaut und hat gesehen, da ist vor allen Dingen was nicht in Ordnung mit Kindern, Jugendlichen und zum Beispiel auch schwangeren Frauen. Und sie hat 3 wunderbare Clips produzieren können und einen zeigen wir jetzt mal und wie gesagt, sie wird auch gleich uns hier auf der Bühne begleiten. Zypern liefert ein gutes Beispiel für angemessene Aufklärung, die nun in einigen Ländern Zug um Zug einsetzt. Gemäß der WHO ist die Strahlung, die von Handys, WLAN und anderen drahtlos Geräten ausgeht, möglicherweise krebserregend.
Das Risiko ist für den Fötus noch größer, da er sich permanent entwickelt und sehr verletzlich ist. Ein neues Leben wächst in mir heran und ich habe die Verantwortung, es zu schützen. Es ist meine Pflicht, sicherzustellen, dass mein Kind sich richtig entwickelt und gesund geboren wird. Ich folge dem Rat der Experten und beschütze mein ungeborenes Kind vor diesen Risiken, mithilfe von simplen, aber effektiven Maßnahmen. Ich reduziere deutlich meine Handynutzung und wenn ich es benutze, lasse ich die Internetverbindung ausgeschaltet. Wenn ich es benutzen muss, dann immer in sicherer Entfernung zu meinem Bauchbereich. Ich benutze das LAN-Kabel für meinen Computer, um einen sicheren Internetzugang zu gewähren. Ich vermeide passive Bestrahlung, indem ich Distanz zu anderen Menschen wahre, während diese Handys oder sonstige Drahtlosgeräte nutzen. Dasselbe werde ich tun, wenn mein Baby geboren ist. Ich werde immer meine Drahtlosverbindungen deaktivieren, wenn ich sie gerade nicht benötige, besonders bei Nacht. Das Leben, die Gesundheit und die Zukunft Ihres Kindes liegen in Ihrer Hand. Sie sind verantwortlich und auch fähig, es zu schützen. Solche Infofilme, in diesem Fall vom Gesundheitsministerium Zyperns veröffentlicht, sind ein erster wichtiger Schritt. Doch zum Beispiel in Deutschland läuft der Hase anders. Ein 5 Milliarden Euro schweres Digitalpaket soll dazu beitragen, alle Schulen mit WLAN und Tablets auszustatten. Ja, Sie sehen, solche Beiträge sind sehr, sehr wichtig. Und zum Ende unseres Films haben wir noch ein Phänomen, was aus Frankreich zu uns kommt, eingebunden. Und da wird auch der Dr. Marc Arasi am Sonntag, glaube ich, dazu sprechen. Und ich habe einen Clip dazu in den Film integriert, der von Deborah Davis initiiert war und der sich mit genau diesem Phänomen auseinandersetzt. Und den darf ich Ihnen zum Abschluss auch noch zeigen. Die französische Regierung hat kürzlich Testergebnisse veröffentlicht, welche zeigen, dass 9 von 10 getesteten Handys die momentan gesetzlichen Limits 3 bis 4 Mal übersteigen. Handys werden nämlich nicht am Körper getestet. Als sie jedoch von der französischen Regierung in Hosentaschen getestet wurden, wiesen sie 3 bis 4 Mal mehr Strahlung als bisher angenommen auf. Was wir also hier haben, sind manipulierte Testergebnisse, damit die Handys bestehen. Denn sie wurden nicht so getestet, wie man sie normalerweise benutzt. Dasselbe bei den Dieselmotoren. Sie bestanden die Tests, weil diese nicht unter realen Umständen erfolgten. Deswegen sind wir jetzt alarmiert und wollen, dass die Regierungen der Vereinigten Staaten und Frankreich und Kanada anerkennen, dass wir neue Ansätze brauchen, um Handys zu bewerten. Und dass jeder das Recht hat zu wissen, dass man sie nicht in der Tasche oder nah am Körper tragen sollte. Dieser Ratschlag könnte durch öffentliche Berichte gegeben werden. Man findet ihn schon heute vergraben in jedem Handy, das auf der Welt genutzt wird. Handys sollten niemals nah am Körper getragen werden. Ja, Sie sehen, die Dinge kommen immer wieder auf einer ähnlichen Ebene zusammen. Als Don Quixote habe ich mir überlegt, das Motto von Nokia, Connecting People, ein wenig zu variieren. Connecting the right people. Und das ist sozusagen mein Job und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau Dr. Monika Kruth ist auch ganz kurz zu Wort gekommen im Film. Der Film hat insgesamt 90 Minuten und ich darf frohe Botschaft berichten. Wir sind gerade in einem Wissenschaftsfilmfestival in Frankreich eingeladen und am 10. Oktober geht's los. Ja, Monika, wie ist das mit deiner Arbeit? Vielleicht ein paar Worte dazu.
Ja, ich glaube, ich mache erstmal ein paar Worte zum Film. Der Grund, warum ich mitgemacht habe, weil mein Mann sehr schwer krank war. Er hat nur durch Strahlung epileptische Anfälle bekommen. Wir wohnen 60 Meter um einen Sendemast. In unserem Dorf bei 800 Einwohnern gibt es 18 Gehirntumore. Zum Zeit des Films waren es 17. Zum Zeit des Films habe ich gesagt, ich will den Politikern sagen, wir haben zu viel Gehirnblutungen. Und 3 Monate, nachdem der Film gedreht wurde, bekam mein Mann, weil die Strahlung erhöht war, ich in der Schnelle nicht abschirmen konnte, erst einen epileptischen Anfall, dann eine Gehirnblutung und er ist vor einem Jahr daran verstorben. Ich habe weitergemacht in der Aufklärung und ich habe versucht, meinen Patienten, ich habe eine Hausarztpraxis, zu sagen, wenn ihr sehen wollt, was Strahlung macht, ihr braucht nicht die Studien zu lesen, sondern testet es an euch selbst. Und ich habe meinen Patienten EKGs angelegt, Strahlenmessgeräte angelegt und habe sie einfach um Sendemasten laufen lassen. Patienten, die sagten, naja, es ist Zufall, den habe ich als Begleitung Lamas, Alpakas, Pferde und Hunde mitgegeben und habe die Tiere und die Menschen zusammen um den Sendemast laufen lassen. Und mehr werden wir auch morgen zeigen. Ich arbeite einfach weiter daran, dass die Leute einfach es selbst bei mir testen können, was Strahlung mit ihnen macht, in der Hoffnung, dass irgendwann sie einfach sagen, ich merke es an mir und es weitererzählen.